Wir vom Ferremot beglückwünschen Respekt.net für erfolgreiche Umsetzung von 3 Millionen Spenden für diverse Crowdfunding-Projekte. Ja, Respekt.net wird 3 Millionen Jahre alt. Herzliche Gratulation dem Respektnet-Team zu diesem Meilenstein. In den letzten 10 Jahren haben wir 3 Millionen Euro sammeln können und damit sichergestellt, dass etliche Projekte finanziert und auch umgesetzt werden können. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir es geschafft haben, mit unserer Crowdfunding-Plattform mehr oder weniger gerade die 3 Millionen Euro-Grenze zu knacken. Zu diesem Anlass gratuliert das Radio B138 sehr herzlich. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Da wird einem richtig warm ums Herz bei so kalten Temperaturen. Respektnet gibt es seit 11 Jahren und mitten in dieser bisschen chaotischen und verunsichernden Situation haben wir nach 10 Jahren Crowdfunding-Plattform Respekt.net die 3-Millionen-Grenze geknackt. Durch Respekt.net konnten wir auch 2 Crowdfunding-Projekte finanzieren. Ich unterstütze und bin begeistert von der Eigeninitiative junger Menschen, die Projekte auf die Beine stellen. Warum? Ja, weil wir 2019 profitiert haben von der Crowdfunding-Plattform Respekt.net, indem sie unser Projekt Songwave FM, eine Radiobrücke über den Sambesi, es war unterstützt haben. Und wir konnten mit Hilfe dieser Online-Spendensammlung den Schulbetrieb auch in diesem Jahr aufrechterhalten. Wir haben mit diesem Geld in den letzten 10 Jahren über 450 zivilgesellschaftliche Projekte vorangebracht und unterstützt. Das ist ein großer Erfolg, aber auch eine große Ehre. Auch wir haben auf Respektnet erfolgreich ein Crowdfunding finanzieren können, nämlich unser Projekt Solidarität zeigen, Rassismus stoppen. We were able to purchase enough food for the kids, books, masks to keep our kids safe, and also to have enough water, as the kids are supposed to wash their hands every day and then. Warum ich auf Respekt.net spende? Ich spende ja auf Respekt.net, weil da eigentlich immer ganz unterschiedliche und wertvolle Initiativen zu finden sind, die einfach was Gutes für die Gesellschaft machen. Und sowas kann man eigentlich nur unterstützen, oder? Wir konnten Unmengen an Hygienetaschen somit befüllen und weiterverteilen. Danke dafür. Das heißt, 10 Jahre lang jedes Jahr 300.000 Euro sind in soziale Projekte gegangen. Kleinere, größere Initiativen von Menschen, die unsere Welt ein bisschen besser machen. Zum einen halte ich es für gut, wenn privilegierte Menschen, zu denen ich mich selbst zähle, sich für minder privilegierte oder nicht privilegierte Menschen in unserer Gesellschaft einsetzen. Im Jahr 2020 wurden nämlich bei Zara so viele rassistische Vorfälle wie noch nie zuvor gemeldet. Und durch eure Spenden war es möglich, das Zara-Beratungsteam entsprechend zu stärken. We are proud of you. Thank you for the project fund. We were glad that we managed to do these things because without your help, I'm telling you, we were nothing. Und ich bin ein Freund des Respekts von Menschen zu Menschen und von Menschen untereinander. Und ich gratuliere euch zu eurer Initiative und zu euren Projekten. Wir sind stolz und sehr froh, dass wir mit der Plattform und mit unseren Bemühungen dabei geholfen haben. Ja, und auch sehr cool, dass es diese Plattform gibt. Und ich würde sagen, welcome home, weiter so. Danke von unserer Seite und viel Erfolg. Wir als Respektnet verstehen uns als Unterstützerinnen der österreichischen Zivilgesellschaft und freuen uns sehr, dass wir so viel zum Erfolg von so vielen Projekten beitragen konnten. Danke, dass ihr da seid. Macht so weiter. Ihr kommt für uns als Einzige in Frage. Das ist unser aller Erfolg. Gratuliere. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Stay safe. Take care of yourself. Thank you. God bless you. Bye bye.